Dann würde ich sagen, wir gucken jetzt aber erstmal rein. In Danger Will This Change Everything Jurassic World 4 Title Revealed. Den Titel kennen wir jetzt schon. Wir lassen uns allerdings jetzt mal überraschen, was der liebe Danger Will möglicherweise über diesen Titel denkt und vielleicht sogar Gedankengänge anregt, die wir so noch gar nicht gehabt haben. Da bin ich immer sehr gespannt drauf, was andere von so Sachen halten. Deswegen switchen wir da jetzt mal rein. Zack. Allerdings brauche ich noch Kopfhörer. So. Ich habe jetzt, schlau wie ich bin, einfach mal die Kopfhörer an die Capture Card angeschlossen und hoffe, dass wir jetzt alle zusammen Ton haben. Ich liebe es einfach. Wir gucken mal. Wenn nicht, dann muss ich ganz kurz umschalten. What's up everyone, Jacob here. And in this video, we're gonna be talking about the alleged... Okay. Das war nicht das, was ich erwartet habe. Dann machen wir es eben so. Okay, legen wir los in 3, 2, 1. What's up everyone, Jacob here. And in this video, we're gonna be talking about the alleged name for the 7th Jurassic film. Yeah, we might finally know what to call this new movie. It might possibly be called Jurassic World Rebirth. And we're gonna go over... Er sagt es aber auch selber noch, it might be. Ich habe jetzt ja auch immer vom offiziellen Titel gesprochen, weil sie haben ja eine Domain angemeldet, Jurassic World Rebirth... Movie. Deswegen gehen wir im Großteil davon aus, dass das wirklich der offizielle Titel ist. Bisher wurde aber noch nichts von Universal selber dazu gesagt. Das heißt, mit bisschen, ich will nicht sagen ein bisschen Glück, im Endeffekt ist der Titel auch einfach nur zweitrangig, aber mit ein bisschen Glück, jetzt sage ich es doch, heißt das Ding am Ende dann doch irgendwie anders. Jurassic Rebirth oder irgendwie so ein Kram. Over what this could be hinting at for the movie and the franchise going forward, so let's get right to it. So you may be asking, what's the evidence of this name Jurassic World Rebirth? And well, here you go. It appears like there's been a trademark application for this new title. Okay, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Ja, aber da könnt ihr auch mal sehen, wie viel angemeldet wurde. Also der Titel Jurassic World Rebirth, dass sich das hier wirklich um eine Spielzeugkollektion handelt, das glaube ich nicht. Dafür ist da zu viel angemeldet. Bin jetzt erstmal frühstücken mit der Familie. Viel Spaß noch und bis später. Lass dir auf jeden Fall schmecken und bis später. Happening relatively recently as well. And this name has been connected to Amblin Entertainment, which if you didn't know, that's Steven Spielberg's movie making company, which as you can expect have worked on all of the Jurassic movies over the years. And so that's why most everyone is thinking that this is probably the title for the 7th Jurassic. Das Logo gefällt mir richtig gut. Ich habe mir auch gerade überlegt, könnte Jurassic World Rebirth auch vielleicht einfach eine Phase sein? Und ich will jetzt nur mal ganz kurz diesen Gedanken weiterspinnen, wenn wir uns mal die Marvel-Reihen angucken. Und Marvel ist einfach eine Blaupause für sämtliche Universen, Filmuniversen, die aufgebaut werden. Könnte es sein, dass Jurassic World Rebirth einfach nur quasi die erste Phase davon ist? Die Wiedergeburtsphase? Macht das irgendwie Sinn? So, wir haben ja jetzt bei Marvel haben wir ja, das war glaube ich, die ersten drei Phasen sind glaube ich die Infinity War Saga oder sowas, ne? Dass das jetzt hier vielleicht so die erste, die Rebirth-Geschichte ist oder irgendwie so ein Kram. Wäre auch noch möglich. Jurassic Film. Even though there has been some people that have been questioning, is it a video game, is it a random TV show? I guess it could be those things, but just know... Boah, eine TV-Show wäre aber auch krass. Das wäre wirklich, das käme aus dem Nichts, wenn sie jetzt den offiziellen Titel von Teil 4 veröffentlichen würden und wirklich von Universal selber und das Ding heißt auf einmal ganz anders. Und dann würden die sagen, ja, Jurassic World Rebirth übrigens ist eine Live-Action-Serie, die keine Ahnung was behandelt. Das wäre wirklich cool. Knowing how the Jurassic franchise has been working lately, I expect this is at the very least
a placeholder name for the new movie. That's kind of what I'm thinking, is that... Nee, das glaube ich nicht. Der Arbeitstitel, oder the placeholder hat er es eben gerade ja genannt, aber er meint damit einen Arbeitstitel. Das würde dann keinen Sinn machen, eine Website-Domain anzumelden mit dem Arbeitstitel. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, das macht man nicht. Als Beispiel, wir hatten ja Monarch gehabt, The Legacy of Monsters, mit dem Arbeitstitel Hourglass. Warum soll ich jetzt eine Domain anmelden, die heißt hourglass.series, wenn dann, sobald das Ding rauskommt, ein anderer Name wieder auf dem Produkt draufsteht? Dann macht der Titel keinen Sinn mehr. Wenn ich jetzt hier Jurassic World Rebirth anmelde, als Website-Domain, JurassicWorld.movie, und das aber nur ein Platzhalter ist, dann sucht danach doch keine Sau mehr, sobald der offizielle Titel jetzt rausgekommen ist. Wenn das Ding jetzt also wirklich heißen sollte Jurassic Islands, dann guckt doch keiner mehr nach Jurassic World Rebirth. Deswegen macht ein Arbeitstitel keinen Sinn anzumelden als Website. Das ist zumindest mein Gedanke dahinter. Hey, it might be the full title, it might just be like, you know, a template for the title, and we'll learn more about it going forward. But usually you don't go through the process of trademarking something if you're not intending to use that name in one way or another. So like I said, we can't be for certain that this is the title of the next movie, but it does look very likely. And it even makes sense regarding what we know about the movie so far. And the current state of the Jurassic World franchise. It's all connected, I think. Now, if you've been a fan of the Jurassic movies and you've been watching all the Jurassic World films, you've probably heard that they have a kind of rough stigma on them of turning the franchise in the wrong direction. Like, I think the Jurassic World movies are a good time. I think they're fun. I enjoy... Ja. Aber er sagt selber, es kam auch nicht... Es ist auch nicht an Universal vorbeigegangen, dass Jurassic World laut der Mehrheit der Zuschauer und auch der Kritiker in eine falsche Richtung gegangen ist. Und die Filme mögen Spaß machen, die Filme haben einen Unterhaltungsfaktor, aber warum ich da immer so rumcringe gegen die Jurassic World Filme, ich habe letztens noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, mit dem lieben Blaze, liebe Grüße an dich. Der wird jetzt auch bald einen YouTube-Kanal eröffnen, wo es um Halo geht. Also er will quasi das machen, was ich mit Jurassic Park und World und Godzilla mache, will er mit Halo machen. Also wer Halo Interesse hat, da werde ich auf jeden Fall den Kanal nochmal verlinken, sobald er auch dann fertig ist. Auf jeden Fall haben wir uns darüber unterhalten, dass er meint, er hat immer so den Zwang, dagegen zu sprechen, wenn ich gegen Jurassic World, wenn ich einfach darüber herziehe, über die ganze Nummer. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, das stimmt so im Endeffekt gar nicht. Ich meckere nie darüber, was Jurassic World erzählt. Mein Problem ist immer nur, wie es erzählt wird. Und dieses Ganze, was er eben auch gemeint hat, dass das halt Fun-Filme sind, das kannst du machen, aber dann nimm doch kein Franchise, das ja mal wirklich sich Mühe gegeben hat, eine Geschichte zu erzählen, wo auch du als Mensch dich selber in Frage stellst, und mach dann daraus Fast and Furious Dinosaurier-Filme. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich finde, es ist heutzutage so ultra leicht, unterhaltsame Filme zu machen. Das mag vielleicht früher mal nicht so gewesen sein, aber ich finde, ein Film, der unterhält, hat heutzutage nichts mit Qualität zu tun. Weil du hast Formeln. Filme müssen gut aussehen und dann hast du eine Formel und das war's. Das ist so einfach. Und ich finde, so einfach solltest du es dir nicht machen mit einem Grundkonzept, das ja aufgebaut wurde durch Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2. Dieses Grundkonzept solltest du einfach nicht verwerfen, um daraus einen Film zu machen, keine Ahnung, wo es um pure Action nur noch geht. Das ist verschenktes Potenzial, da mach was Neues da draus. Turok, von mir aus, oder so. Ich bin so froh, dass du diese Themenbereiche ansprichst. Du meinst die Jurassic- und Godzilla-Themenbereiche, es macht auch wirklich Spaß. Tatsächlich. Und ich will auch nochmal ein Video machen, wo ich auch die Jurassic World Filme nochmal loben will. Die machen noch einiges richtig. Die gehen sehr häufig auf Sachen ein,
die Bücher aufgegriffen haben. Die gehen sehr oft auf Sachen ein, die aus den alten Filmen mal verworfen wurden. Die machen das schon ganz gut mit diesen Referenzen. Aber sie behandeln mir einfach die Themen, die sie aufgreifen, nicht gut genug. In Jurassic Park 1 ging es darum, wir haben Dinosaurier erschaffen. Ist das jetzt geil oder eher nicht? Moment. Was, bei einem Turok-Film wäre ich sofort dabei. Ja. Wäre wahrscheinlich auch ganz geil. Auf jeden Fall haben wir jetzt in Jurassic World haben wir weitere Fragen. Die gehen ja noch viel tiefer in die Materie rein. Nämlich nicht einfach nur, können wir oder haben wir das Recht, ausgestorbene Lebewesen wieder zum Leben zurückzubringen und sie dann in einem Park auszustellen. Das war von Teil 1 so ein bisschen die Grundprämisse, die Grunddiskussion. Da war noch ein bisschen mehr dahinter. Dann haben wir in Jurassic World aber plötzlich den Fall gehabt, dass wir eigene Lebensformen, bin ich noch da? Ja. Dass wir komplett eigene Lebensformen selber erschaffen konnten. Da hättest du eine riesen Diskussion aufmachen können und die gab es aber eben einfach nicht. Chris Pratt hat die ganze Nummer immer mal wieder so ein bisschen von der Seite dann kritisiert, wo er gemeint hat, ja, ich halte das für keine gute Idee, aber du hättest da so viel mehr rausholen können. Einfach mal so eine richtig provokante Diskussion. Warum haben wir denn das Recht, eigene Lebewesen zu erschaffen? Ist der Mensch vielleicht dazu imstande, Gott zu spielen, wenn wir doch die Möglichkeit dazu haben? Mach mal so ein richtig kontroverses Fass auf. Haben sie nicht gemacht. Macy ist im Endeffekt, sie ist ja eine Art von Klon, das ist auch ein bisschen komplizierter, aber Macy ist einfach die Lösung, unheilbare Krankheiten zu heilen. Und das wird einfach nur nebenbei erwähnt. So einfach nebenbei wird das so in den Raum geschmissen und dann heißt es aber, ach nee, wir sind ja eigentlich ein Dino-Film, also müssen wir jetzt nochmal hier die Atrociraptoren durch Malta rennen lassen. Und das ist so das, was mich einfach an Jurassic World stört. Das ist, die haben so gute Ideen und sie setzen sie aber nicht geil um. Hab für neuen DVD-Content Prey auf DVD gekauft. Okay, das ist jetzt ganz weit ab vom Thema. Ist Prey nicht Predator? Oder gibt es da noch einen anderen Film? Der junge Joghurtgott. Moin, moin zurück. Geil. Also so viel auf jeden Fall nur dazu. Wie gesagt, ich will immer gar nicht über Jurassic World so krass herziehen, aber es tut einfach wirklich weh. Es tut einfach wirklich weh, wenn du halt siehst, was für Ideen sie im Hinterkopf hatten und wie es dann eben umgesetzt wurde. Das ist wahrscheinlich aber auch mehr so Hollywood, die ganze Hollywood-Landschaft ist daran schuld und auch wir als Zuschauer, weil wir uns jeden Scheiß angucken. Deswegen ist das so eine Formel. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Marvel-Formel, aber sie geht schon sehr. Jurassic World Dominion ist eigentlich das Dinosaurier-Äquivalent zu Godzilla Kong The New Empire. Es passiert was, cut. Es passiert was, cut, 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 cut. Die Szenen werden nicht mehr auserzählt. Du springst quasi von Short zu Short zu Short. Nur halt im großen Stil. Weil du auch Predator und Alien anfangen wirst. Ja, tatsächlich. Ich habe schon die ersten, wie heißt es? Aufgeschrieben? Bin ich blöd? Ich habe mir auf jeden Fall diesmal Notizen gemacht, weil ich da noch nicht so tief drin bin. Das habe ich aber schon angefangen, das kommt dann auch. Weiter geht's. Enjoyed them, but there's no denying that overall, even though a lot of people went and still seen all of these movies, they all cracked $1 billion at the box office. It just seemed like as they kept going on that everybody, I don't know, they were just like hate watching at that point. It's not the sort of response you want from a movie that's making so much money. You want everybody to be happy because the Jurassic franchise is, you know, it's top 10 biggest franchises ever created, at least in the cinema world. I know they need to do some more, you know, expansive stuff, but they're one of the biggest franchises ever made, ever created. And right now, a lot of those franchises are currently getting like dragged around through the dirt from multiple people that don't know how to handle them. And like I said, I don't think the Jurassic World movies were
were bad, they just weren't the right direction. And that's kind of why this whole Rebirth title makes sense. Ja, ja. Wie gesagt, schlecht waren sie echt nicht. Das mit der falschen Richtung, da würde ich genauso mitgehen. Ja. Jurassic World sind auch keine schlechten Filme. Ich finde sogar viele Kritiken, die an den Filmen angebracht werden, da gehe ich ja auch ganz gerne mal dagegen. Eine Riesenkritik ist immer, dass Jurassic World hat so schlechte CGI und das sah früher viel besser aus. Und das stimmt nicht, das ist Schwachsinn. Was früher besser aussah, waren Dinosaurier, weil sie aber auch echte Dinosaurier hatten. Wenn wir uns aber mal die CGI-Dinosaurier angucken, aus Jurassic Park 1 am helllichten Tag und dann die von Jurassic World 1 am helllichten Tag, da kannst du nicht sagen, dass Jurassic Park bessere CGI hatte. Das ist ultra falsch. Der Brachiosaurus am Anfang von Jurassic Park ist nicht so geil gealtert. Die Raptoren in der Küche, tut mir leid, aber auch die sind echt scheiße gealtert. Das sieht alles nicht mehr so gut aus. Bei Nacht sehen die immer noch ganz geil aus, die Tiere. Aber ja, wenn man jetzt einfach mal die Tag-auf-Tag-CGI-Dinger vergleicht, hat Jurassic World besseres CGI als Jurassic Park. Definitiv. Die CGI-Dinos aus The Lost World finde ich gut gealtert. Ja, tatsächlich, lustige Anekdote. Ich habe ja immer mal gesagt, dass ich finde, dass Jurassic Park 3 das beste CGI hat von den ganzen Jurassic-Filmen. Als wir jetzt in Kalifornien waren, da sind wir zu den Universal Studios gegangen. Und da gibt es mal so eine ganz große Rundtour. Das zeige ich euch alles irgendwann auch nochmal in dem schönen Video. Und da werden dann so verschiedene Geschichten von Sets erzählt und von der Filmgeschichte eben einfach. Und da haben sie, während sie über die Entwicklung von gutem CGI gesprochen haben, unter anderem auch Clips von Jurassic Park 3 gezeigt. Das fand ich sehr cool. Das heißt, da ist dann doch ein bisschen was dran. Willst du nun Content über Alien und Predator machen? Bin ein Fan da. Ja, das kommt jetzt mit dazu. Also, aktuell behandle ich ja nur zwei Sachen auf dem Kanal. Kaiju und Dinos im Endeffekt. Und jetzt kommen eben dann noch Alien mit dazu. Da habe ich mal eine Abstimmung gemacht. Ja. A Rebirth is exactly what the Jurassic franchise needs, especially if they continue with the whole Jurassic World title template going forward. And if you don't believe me that the franchise could be going through a sort of soft reboot, well, look at the recent Chaos Theory show that was pretty much Camp Cretaceous, season, what was it, 6, I think, by this point, right? You know, that's pretty much what it was, but it wasn't that. You know, they redid it, they made it darker, more adulty, kind of more in line with a more traditional Jurassic Park experience. Vor allem, was sie jetzt aber auch mit Jurassic World Chaos Theory machen, ist dasselbe, was auch gerade Star Wars macht, mit The Mandalorian und der ganzen Geschichte. Die versuchen jetzt, die Brücke zu schlagen von Teil 2 zu Dominion und versuchen damit Dominion aufzuwerten, hundertprozentig. Da bin ich mir ganz sicher. That was with the animated supposed to be kids show, so just imagine what they're gonna do with the live action movie. From what we know about the movie so far, it seems to be going in the complete opposite direction of Jurassic World Dominion. The tone's supposed to be more dark and personal. It's supposedly supposed to have less of that Marvel effect, you know, the shock and the awe of, like, over-the-top CGI and all that stuff like the Jurassic World movies had. And overall, I guess it's supposed to be just a little bit more in line with the older Jurassic Park films, where it was just a handful of people going through these insane dinosaur-filled situations trying to survive. So yeah, everything is just screaming, a sort of soft reboot for the Jurassic franchise. And I want to let you guys know I plan on doing a sort of recap as a whole on the Jurassic World trilogy of films and how they both succeeded and came short of expectations, so subscribe and like this video and get ready for that when it comes out over the next couple of weeks. Speaking of all of this now, I'm going to get very personal with you guys right now, something I've really never done on the channel, or at least don't feel like I've done it in a long time, which you can probably already hear in my voice. Like, I'm 100% being real with you right now. There's nothing. Okay, was kommt denn jetzt? Wir sind jetzt zwar fertig mit dem Jurassic-Content, aber wir gucken jetzt einfach mal weiter. Jetzt bin ich irgendwie auch angefixt. Jetzt kommt irgendwas Persönliches.
Maeve P., vielen, vielen Dank für das Prime-Abo schon seit 3 Monaten. Vielen Dank dafür. Thing in front of me, I'm just kind of talking off my the top of my head. But in short, I'm gonna take like a week or two off of like, you know, the channel. Like you won't, if you don't see my me putting out any videos over the next, like I said, like week or two, but it's not because I'm disappearing or going away or anything like that. I don't know, guys. I just need a, I need a little time to kind of work on myself. I've been dealing with some odd mental sort of issues lately, and I hate saying that and doing all this stuff. You know, it's just, I'm not trying to like plea for like, oh, I want your pity and all that. It's nothing like that. I could go and, you know, like turn on my camera and throw on some fake tears and, oh my God, pity me. Go watch more of my videos, subscribe. It's nothing like that. I just need to take some time off. I need to fix myself before I'm able to kind of get back to, you know, providing you guys entertainment. Okay, krass, ja. Dieses Gefühl, dass das alles zu viel wird, das kenne ich auch. Und ich, was hat denn er für Abonnenten? Ich glaube 500.000. Da bin ich ja noch ganz weit von entfernt. Aber ich kenne das, dass du irgendwann einfach anfängst, nur noch Social Media zu konsumieren. Deswegen habe ich eigentlich auch irgendwann Instagram gelöscht. Ich habe es jetzt zwar wieder installiert wegen Nachrichten auch, weil ihr mir da oft mal Nachrichten schreibt und alles, aber auch TikTok, weil ich immer sage, ey, deinstalliert euch TikTok. Ich kann nur sagen, wie es auf mich wirkt. Alles, was Shorten ist oder Reels suchen ist, mich macht das irgendwann nervös, wenn ich das mache. Wenn ich abends im Bett gelegen habe und habe dann so Shorts gedingst, wurde ich voll nervös. Also das ganze Social-Media-Gedöns kann einem schon wirklich irgendwie, ja, auf die Nerven gehen. Das, ja, von daher. TikTok ist wirklich Schmutz. Ey, alles, was Short ist, sind Schmutz. Ich mach's ja selber, also ich produziere ja selber auch Shorts, aber ich guck's, weiß nicht, ey. Naja. Amen. You know, a big reason why we started Dangerville was like, man, I remember Al and I were talking and we were just saying like, man, all I want is... Okay, ich glaube, da kommt jetzt aber nicht mehr allzu viel. Das ist jetzt, ja. Dangerville macht auf jeden Fall eine Pause. Soll er sich die auch gerne mal gönnen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Generell alle Kanäle hier, die wir, auf die wir reacten. Das wäre sehr, sehr freundlich, wenn euch der Content da gefällt. Und ich meine, dass Dangerville auch hauptsächlich Jurassic und Godzilla-Content macht. Lasst mich hier nicht lügen. Nö, ist die Wahrheit. Okay. Ja, gut. Also er hat vor 4 Tagen hat er auf jeden Fall angekündigt, dass er erstmal nichts mehr macht und hat gestern wieder ein Video hochgeladen. Ja, ist okay. Gut. Dann sind wir damit auf jeden Fall durch. Obwohl noch nicht ganz. Noch nicht. Also wir haben jetzt ja hier wirklich eine weitere Spekulation mehr oder weniger aufgegriffen, was der neue Titel jetzt wirklich bedeuten kann. Hey, wie geht's? Hab es endlich geschafft, bei einem Stream dabei zu sein. Matinee Zorn heißt das, glaube ich. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber schön, dass du am Start bist. Kennst du den Kanal Dino Guy? Nee. Kenne ich nicht. Kann man auch gerne nochmal reingucken, wenn es da irgendwas Interessantes gibt. Und Good Morning. Good Morning auch zurück an dich. Wir haben jetzt noch hier ein weiteres Video von jemandem, den ich eigentlich auch ganz gerne mal schaue. Clayton Fiority. Heißt das, glaube ich, ja. Ebenfalls nochmal ein Video zum neuen Jurassic World Rebirth Official Movie Title. Wir gehen da jetzt auch nochmal rein. Es kann sein, dass wir jetzt eben sehr viel nochmal wiederholt erzählt bekommen von dem Video von eben gerade. Aber vielleicht auch nicht. Ich muss mir das alles anhören. Ich war jetzt wirklich 2 Wochen lang nicht da. Und genau dann ist halt der Titel rausgekommen. Und es gab wirklich ultra interessante Spekulationen im Internet. Da bin ich echt mal gespannt. Wie weit mit Jurassic Park The Game? Was? Hab's nur auf YouTube gesehen und konnte nicht aktiv auf Twitch sein. Jurassic Park The Game ist schon fertig. Das wird jetzt Part für Part einfach noch hochgeladen auf dem Gaming-Kanal. Das ist aber schon fertig, schon länger fertig. Ja. Was ich hier wieder mal anfangen wollte auf Twitch, wenn es um das Thema Zocken ging, entweder Jurassic World Alive wieder immer mal so ein bisschen mit reinzubringen oder King Kong.
Peter Jacksons King Kong haben wir immer noch nicht fertig gezockt. Noch bei weitem nicht. Ich bin bei Part 2, glaube ich, ausgestiegen. Das müssten wir auch noch weiter zocken.